Und hier ist ein Knopf. Öffnet eine Klappe. Der Raum ist mir gerade nicht bekannt vorgekommen. Nicht wirklich. Eventuell ist es der, wo ich den Lebenskrist... Verdammt. Okay. Wenn ich hier stehen bleibe, ja, das sollte ich ja sicher sein. Ich kann wahrscheinlich drunter herkriechen. Und dann aufheben, bitte. Danke. Gut. Wenn ich jetzt allerdings aufstehe, dann... Brutzelt es mir die Birne weg, oder? Oh ja. Schnell einen Schritt zurück, Lara. Gut. Hier runterlassen. Und nie wieder da hochgehen. Ansonsten hätten wir hier... einen Weg weiter. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ist das jetzt da, wo ich vorhin runtergeschaut habe? Nee, weil ich suche immer noch diesen Ort, wo ich gerade hätte hochgekonnt, wenn ich ein bisschen höher hätte springen können, sag ich mal. Okay, da runter geht's. Da will ich aber erstmal noch nicht hin, weil das sieht so aus, als wenn man da nicht zurück könnte. Eine Ratte. Na lecker. Und ein großes Medipack. Und eine Schrotflintenmunition. Sah zumindest so aus. Okay, aber mehr scheint hier oben dann auch nicht zu sein. Runterlassen. Und jetzt sind wir hier, wo wir schon vorhin waren. Kann es sein, dass dieser Sprung, den ich da gemacht habe, so nicht gedacht war? Ich habe irgendwie das Gefühl... Ja gut, die Gegner, die hier waren, habe ich schon besiegt. Scheinbar werden die Leichen gar nicht gespeichert. Interessant. Und das hier ist dann der Wartungsraum. Tatsächlich. Wow, wir hätten uns eine ganz schöne Menge sparen können, Leute. Aber nun. Nun. Offensichtlich ist es ja nicht so gewollt. Das riecht nach Gegner hier. Vielleicht muss ich auch mal wieder lüften, aber ansonsten riecht's nach Gegner hier. Oh, und die Munition. Spätestens, wenn ich den Knopf da drücke. Irgendwer stürmt mir doch da in den Nacken, oder? Kannst du mir nicht anders erzählen. Ah, schön ominös flackerndes Licht. Komm. Hä? Nein? Au! Oh. Nein, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Man musste diesen Knopf aktivieren, damit aus diesem, was ist denn das, Zigarettenautomat, ein alter Penny rauskommt. Ja, da war was. Den müssen wir, ich glaube wir wissen, nee, wir wissen noch nicht, wo wir den einsetzen müssen. Aber ich weiß es. Ich meine mich zu erinnern. Ich glaube, wir müssen uns davon eine Fahrkarte später... kaufen. Ist da gerade echt ein Zug lang gefahren oder hat es nur das Geräusch abgespielt? Okay, hier können wir noch nicht lang. Da kommen wir, glaube ich, auch zurück erst. Und irgendwie habe ich die Befürchtung, wir müssen einen dieser Gänge rein. So sehr befahren ist übrigens dieser Bahnhof in echt gar nicht. Wird hauptsächlich noch für Filmaufnahmen genutzt. Ich weiß auch nicht für welche Filme, James Bond oder sowas. Ja, da hinten ist ein grünes Licht. Aber ich traue dem nicht. Ich gehe mal zurück. Okay, ich bin jetzt mal die andere Rolltreppe runtergegangen. Vom Raum, wo wir ganz am Anfang waren. Ganz einfach, weil wir hier noch nicht waren. Vorne ist übrigens ein Secret, wenn ich mich recht entsinne. Müsste... Ja, ist ein Secret. Besteht nicht aus viel. Hier ist so eine kleine Lücke, wo nichts drin ist. Aber hier liegt... Oh, wie heißt das? Schrotflintenmunition. Warum sage ich eigentlich immer Schrotflintenmunition? Man kann das Zeug doch auch nur Schrot nennen.
Gut. Ansonsten, da ist, ich glaube, da ist der Weg weiter, ja. Ich erinnere mich. Oh, Ratten. Nicht lecker. Weg damit. Tatsächlich hat Old Witch zwei Bahnsteige. Einer davon war länger in Nutzung als der andere. Ich glaube, der andere wurde. Oh, wann war das? Der war auch gar nicht lange in Nutzung, glaube ich. Nur so 10 Jahre oder so. Wow, Junge! Du kleiner Drecksköter! Du dummer Köter! Oh, schreck mich nicht so. ja, wir sind richtig übrigens. Ziemlich sicher. Ja. Der war, glaube ich, nur so ein 10 Jahre oder so in Betrieb. Aber ich weiß nicht, wann es aufgehört hat. Ich glaube, in den 70ern war das. Ich korrigiere mich ja hier überall, also, ne? Und der andere Bahnsteig, der war lange in Betrieb. Man hat hier auch irgendwelche königlichen Sachen gelagert. Also jetzt nicht speziell hier, aber. Was ist das, eine Türe? Wir kommen hier nochmal irgendwie raus, glaube ich. Während des Krieges. Der Bahnhof hat auch als Bombenschutz, als Bunker gedient. Während des Zweiten Weltkriegs. Und, okay. Oder? Ja, doch. Ich weiß, was zu tun ist. Hier hinüber. Ich sagte hier hinüber. Okay. Dann hier hochklettern. Drunter herkriechen. Und hier wieder rauskriechen. Fertig. Dann hier hoch. Und ich glaube, jetzt kann man hier an der Decke klettern. Ja, ist aber auch gar nicht nötig, wenn ich mich recht entsinne. Man kann hier einfach so. Okay, dann halte ich halt fest, Lara. Kann hier auch einfach so lang. Und weiterkriechen. Nochmal weiter. Ich dachte, das wäre nur ein Dick. Und eine Ratte. Ich wusste, hier kommt ein Gegner. Ich dachte aber, es wäre ein Hund gewesen. So, und hier müssen wir jetzt, glaube ich, den Penny reinschmeißen. Nein? Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Diesen Weg werde ich nicht nochmal zeigen. Ey. Okay, die Ratte hier werde ich noch zeigen. So, fertig. Okay, Leute. Vergesst den Penny, vergesst das Ticket. Wir müssen in diesen Raum nochmal. Ja, ich hoffe, ihr wisst, welcher das ist. Na gut, wir hatten bis jetzt nur einen rot erleuchteten Raum. Also ja. Hier oben in diese Ecke, wo zuvor nichts war. Denn wir hatten ja diese, keine Ahnung, halbsekündige Zwischensequenz, wo wir gesehen haben, wie diese Klappe hier aufgeht. Und ja. Die hatte ich vollkommen vergessen. Ich musste es jetzt nachgucken. Aber ja, klar, hier sollen wir hin. Hier ist dann noch so ein Rabauke. Und sein Hund gleich auch noch. So. Beide erledigt. Penny habe ich übrigens noch. Wo wir das Ticket bekommen, zeige ich euch nachher. So, ihr habt nichts fallen lassen? Wenn ich mich richtig entsinne, dann lag hier doch noch irgendwo Desert Eagle Munition, oder? Oder war das Uzi? Ey, komm, hier lag irgendwo. Ja. Oh, es war Schrotflinte. Aber ich wusste doch, auf irgendeiner dieser. Nennt man das? Brüstungen? Wieso falle ich hier runter? Auch nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall, ich wusste, da lag was und irgendwie ist das verbuggt, wenn man hier hoch will. Also bei mir war das das gerade zumindest. Ich musste sofort auf Vorwärts drücken, um auch wirklich weiterzukommen. Das hier ist übrigens der Eingang, da ging es in die Straße hinaus. Ich glaube, die Station hat tatsächlich so einen Doppeleingang, wie man ihn hier sieht. Wäre nicht verwunderlich. Ich meine, Cordesein hätte mal eben einen Firmenausflug hierhin machen können, ne? Die leben ja, oder Cordesein ist ja eine britische Firma. Und da haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das gemacht haben, um sich hier mal ein bisschen umzuschauen. Ich glaube, es gibt sogar noch Führungen hier durch, regelmäßig. Schon wieder so ein Block.
Okay. Und was genau passiert, wenn ich den jetzt ziehe? Ich öffne irgendwas. Auf der anderen Seite? Ah, auf der anderen Seite. Die Klappe fällt nach unten. Nun, ich glaube, hier müssen wir übrigens auch nochmal hin. Später, weil im Raum oben war noch eine Türe. Ich meine, da ist noch irgendwas. Und ich meine, da können wir jetzt auch noch nicht hin. So. Für alle, die es noch nicht bemerkt haben, ja, das Level ist unglaublich komplex. Und ja, man muss oft wieder zurück zu Orten, wo man schon war und so weiter und so fort. Alles kein Problem. Macht eigentlich nur meine Videos kürzer, weil ich ja schneiden kann. Ach so. Ah. Ja, nee, aber ich meinte die Türe da drüben. Da müssen wir noch hin. Ja, wie dem auch sei. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal hier entlang. Und... okay, kurzer Schnitt. Ich habe nur geschaut, ob hinter mir was lag. Ja. Gut. Hier kommen jetzt ein paar Rätsel mit getimten Türen. Am besten schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Also einmal hier hinter. Da liegen Fackeln. Die hebe ich doch direkt mal auf. Her damit. Und was hätten wir hier? Eine Rutsche, da werden wir runterkommen. Kein Problem soweit. Dann hätten wir links einen Weg gehabt und ich glaube, das ist der Weg, den wir entlang gehen müssen. Okay, ich drücke jetzt erstmal diesen Knopf hier. Ihr seht, die Türen gehen auf. Und die Türen befinden sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier in diesem Raum. Ups. Okay, vielleicht sollte man nicht gerade durchs Wasser laufen. Ja, okay. Chancery Lane Safe Deposit. Hm. Ich werde mal googeln, was damit auf sich hat und ihr findet dann wahrscheinlich in der Beschreibung ein Detail dazu. So, das Zeitspiel ist eigentlich kein Problem. Ich werde jetzt mal in den hinteren der beiden Räume gehen. Falls sie nicht eh beide ins gleiche führen. Ne, tun sie nicht. Okay, in den hinteren. Und hier haben wir einen weiteren Knopf. Den werde ich gleich drücken. Wo geht's hier lang? Ah, da geht's dann runter. Okay. Öffnet eine Klappe. Ich glaube, die brauchen wir tatsächlich für den ersten Raum dann. Oder für den anderen Raum. So, einmal hier lang. Und dann hier runter. Und ja, den Weg kennen wir. So, dann drücke ich nochmal einen Knopf. Aber laufe jetzt in den ersten Raum rein. Und Safe Deposit hat das Schild gesagt, ne? Weil hier stehen lauter Tresore rum. Hm. Gut, hier geht es jetzt erstmal so nicht weiter. Also da geht es wieder raus und runter. Aber an und für sich ging es dann noch hier nach oben. Okay. Was ist das für ein komisches Zimmer? Damit hätten wir jetzt wieder so eine Klappe betätigt. Und wo geht's hier entlang? Ich kann man sich wieder fallen lassen. Ah. Und jetzt können wir diesen zweiten Knopf aktivieren. Machen wir doch mal. Die Cutscene, falls sie gerade ein bisschen komisch gewirkt hat, die habe ich jetzt reingeschnitten im Nachhinein. Ja. Der Knopf ist sehr... der ist stärker getimed, also da muss man schneller sein. Muss man aber dazu sagen, ist auch der einfachere Weg, weil da kein Becken dazwischen ist oder so. Aber hier drin ist dann wieder eins. So, hier liegt nichts in der Ecke. Ne, ich kann zumindest nichts erkennen. Und ich glaube, wir haben mit dem Knopf oben den Weg für diesen Raum erst geebnet. Weil wir jetzt über dieses Gitter hier klettern. Ah, warte. Okay, ich habe mich nochmal kurz umgeschaut im Wasser unten, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob da nichts lag. So, man kann sich hier hochziehen. Ich habe nicht alles gesehen. Nein.
Zum Glück ist mir das noch aufgefallen. Wo kommen wir hier entlang? Oh! Ah, am Anfang des Levels. Okay. Aber ich werde nochmal zurückgehen, weil da war bestimmt noch was in dem Raum gerade. So, und zwar kann man sich hier noch zur Seite hangeln. Und das wollte ich eigentlich gerade machen. Hier ist doch bestimmt irgendwas drin, oder? Nee. Okay, dann... Lara, bitte wieder rausgehen. Ah, okay, gut. Ich hatte kurz Angst, weil sie sich nicht mehr bewegt hat. Und hier hätten wir... Schrottflintenmunition. Einen Lebenskristall und... einen merkwürdigen Schlüssel. Das ist Salomos Schlüssel. Und mir ist gerade noch was aufgefallen. Hier geht's ja auch noch weiter. Sag mal, habe ich eigentlich Tomaten auf den Augen? Ich meine, ihr könnt mir die Frage jetzt nicht beantworten, aber ich frage sie trotzdem mal. Vielleicht wisst ihr so das typische Syndrom dafür. Okay, da ging es nur runter zur Fackel. Das heißt... ja, wir gehen hier entlang. Das ist wahrscheinlich der Ausweg. Ja klar, das ist der Ausweg, wenn man versehentlich als erstes in diesen Raum gegangen ist und dann halt merkt so, hups, ich komme hier noch gar nicht weiter.